Eleven Towers ist wohl meine Lieblingskarte im gesamten Spiel, einfach weil hier so viel passiert. Das Skript dieser Karte ist praktisch schon ein kleines Buch und damit hat die Karte viele Eigenheiten, durch die sie in Erinnerung bleibt. Je nachdem, wie viele Aufgaben ihr am Anfang übernehmt, müsst ihr eure römischen Verbündeten beschützen, den Trojaner im Südwesten besiegen und die Burg des Wikingers im Nordosten zerstören. Außerdem darf keiner der 11 heiligen Türme, mit denen ihr startet, zerstört werden. Es ist aber in Ordnung, wenn sie erobert werden. Auf Normal hat es diese Karte ganz schön in sich, da ihr auf viele kleine Dinge achten müsst. Für die Zwecke dieses Videos gehe ich davon aus, dass ihr alle Aufgaben übernehmt. Die Gebirge in Richtung Trojaner enthalten Kohle und Gold, die in Richtung Maya Kohle und Eisen. Weitere Bodenschätze, insbesondere Stein, könnt ihr später aus dem Gebiet der Trojaner beziehen. Nördlich eurer Siedlung, auf einer Halbinsel zwischen Römern und Mayas, gibt es außerdem ein großes Lager mit Steinen, welches ihr mit Dieben anzapfen könnt. Während euer Hauptmann die Linien übertritt, zieht ihr den Großteil eurer Soldaten aus den Türmen ab und marschiert mit eurer Armee zum Trojaner. Erobert alle Türme bis auf das Inselbollwerk. Hierdurch wird der Trojaner handlungsunfähig. Auf Normal erhält er später die Fähigkeit, gelegentlich Soldaten zu spawnen, aber darum machen wir uns erstmal keine Sorgen. Reißt außerdem alle eroberten Türme ab. Ich mache das mit eroberten Türmen eigentlich nur ungern, aber ihr werdet die Soldaten brauchen und die Türme beeinflussen auch die Angriffsentscheidungen der Mayas. Spätestens wenn der Trojaner Soldaten spawnen kann, sind sie den Ärger nicht mehr wert. Statt zusätzlichen Planierern solltet ihr weitere Pioniere ausbilden, da ihr zunächst keine Türme bauen könnt. Nutzt euer Startmana für Geschenke, damit der Anfang etwas reibungsloser verläuft. Reißt außerdem die Fahrzeugmanufaktur ab, ihr werdet sie nicht brauchen. Nutzt Holzfäller, um die Wälder um euch herum zu roden und sorgt für viele Träger. Langfristig werdet ihr auf dieser Karte 300 brauchen. Was Soldaten betrifft, produziert ihr in erster Linie Bogenschützen und Level 2 Soldaten, also 2 Eisenschmelzen, 2 Waffenschmieden und 2 Goldschmelzen. Das Gebiet südöstlich eurer Siedlung eignet sich gut für eure Nahrungsproduktion. Ihr solltet außerdem eine kleine Mana-Produktion im nördlichen Drittel eurer Siedlung aufbauen, da ihr Thors Hammer benötigen werdet, um die Trojanische Burg und die 3 großen Türme auf der inneren Insel zerstören zu können. Verbindet außerdem euer Gebiet mit dem, das ihr am Anfang erobert habt, da ihr es später brauchen werdet. Auf Normal soll der erste Angriff nach 60 Minuten kommen, da dieser aber vom Trojaner käme, habt ihr eigentlich 70. Auf Leicht sind alle Angriffe um 20 Minuten verzögert. Nachdem ihr den ersten Angriff der Mayas abgewehrt habt, wird sein nächster dem Römer gelten. Entweder den 2 großen Türmen am Engpass oder dem kleinen Turm südlich davon. Der Römer hat kein Eisen und kann daher keine Soldaten produzieren. Seine Priester werden etwas zur Verteidigung beitragen, aber mit seinen Soldaten ist es eher Glückssache. Passt auf, dass die Mayas keinen Turm übernehmen und eure Soldaten nicht so teleportieren, dass sie versehentlich einen feindlichen Turm erobern. Sonst riskiert ihr einen weiteren Angriff der Mayas. Mit genug Bogenschützen sollte das aber kein Problem sein. Nach einer Stunde und 56 Minuten weist euch das Spiel auf einen letzten kombinierten Angriff auf die Römer hin. Sobald er abgewehrt ist, sollte auch schon die römische Flotte erschienen sein. Ab diesem Punkt ist der Römer außer Gefahr, allerdings erhalten eure Gegner von nun an gelegentlich zusätzliche Soldaten per Skript. Zieht eure übrigen Truppen zurück zu den nordöstlichen Türmen. Je nachdem, wie viele Soldaten ihr jetzt habt und wie es mit euren Goldvorräten aussieht, könnt ihr nun auf Level 3 Soldaten umsteigen und in ausgeglichenem Verhältnis Schwertkämpfer und Bogenschützen produzieren. Die Bogenschützen dienen zum Schutz vor den Mayas, die Schwertkämpfer, um das Inselbollwerk zu erobern. Baut außerdem eine zweite Nahrungs- und Schwerindustrie im Trojanergebiet auf. Sobald der Trojaner besiegt ist, bereitet ihr euch auf den Kampf gegen die Mayas vor. Falls ihr die Türme des Inselbollwerks behaltet, müsst ihr aufpassen, dass die Mayas nicht versuchen, dort anzugreifen. Letztendlich müsst ihr nicht die gesamte Siedlung der Mayas zerstören. Es genügt, die Burg des feindlichen Wikingers zu erobern. Hier können Axtkämpfer sinnvoll sein. Lasst euch von den Flammen nicht täuschen, die sind harmlos. Sobald die Festung zerstört ist, habt ihr gewonnen.